Die fünf Söhne. Nach Beendigung der Geschichte Antonellas war die Reihe des Erzählens an Ciulla. Und nachdem diese sich gehörig zurechtgesetzt und einen Blick nach allen Seiten hingeworfen hatte, begann sie auf anmutige Weise wie folgt. Wer immer hinter dem Ofen hockt, bleibt ein Dummkopf sein Leben lang. Wer nicht reist, sieht nichts. Wer nichts sieht, lernt nichts. Das viele Reisen macht die Weisen. Übung macht den Meister. Geh in die weite Welt, dann erwirbst du Klugheit und Geld, wie ich euch durch den Beweis folgender Erzählung zeigen werde. Es war einmal ein ehrlicher Mann namens Paccione, der fünf so einfältige Söhne hatte, dass sie schon zu gar nichts in der Welt taugten. Und der Vater, der sie nicht länger ernähren konnte, endlich beschloss, sie sich vom Leibe zu schaffen. Er sprach daher eines Tages zu ihnen folgendermaßen: Meine teuren Kinder, Gott weiß, dass ich euch liebe und euch als mein eigenes Fleisch und Blut betrachte. Aber ich bin alt und kann nur noch wenig arbeiten. Ihr aber seid jung und esset zu viel, sodass ich mir nicht mehr durchhelfen kann wie bisher. Jeder für sich und Gott für uns alle. Darum geht hin und sucht euch einen Herrn und lernt etwas. Jedoch merkt euch, dass ihr euch nicht für länger als ein Jahr verdingt, denn nach Verlauf dieser Zeit erwarte ich euch wieder bei mir, und zwar müsst ihr dann was Ordentliches können. Als die Söhne diesen Beschluss ihres Vaters vernahmen, verabschiedeten sie sich von ihm und mit einigen Lumpen im Bündel schlugen sie jeder einen besonderen Weg ein, in dem jeder sein Glück auf seine eigene Weise machen wollte. Nach Verlauf des Jahres trafen alle der Verabredung gemäß im Hause ihres Vaters wieder zusammen, der sie mit größter Freude empfing und, da sie von der Reise müde und entkräftet waren, sogleich den Tisch decken ließ, an den sie sich sämtlich niedersetzten. Während sie nun mitten im besten Essen waren, hörten sie einen Vogel singen, sodass der jüngste von den fünf Söhnen vom Tisch aufstand und hinausging, um zu horchen. Als er aber zurückkehrte, hatte man bereits abgeräumt, und Paccione sprach zu seinen Söhnen: Nun, Kinder, sagt mir, was ihr Gutes und Schönes in der Zeit eurer Abwesenheit gelernt habt, und erfreut dadurch das Herz eures Vaters. Hierauf begann Lucio, welcher der Älteste war, folgendermaßen: Ich habe die Kunst der Langfinger studiert und bin das Muster aller Spitzbuben, das Vorbild aller Diebe, der Altmeister aller Gauner, sodass man nicht noch einen findet, der mit mehr Geschicklichkeit Mäntel zu stehlen und wegzupraktizieren, Wäsche zusammenraffen und vorzuschaffen, Taschen zu erleichtern und abzuschneiden, Läden aufzuräumen und auszufegen, Geldbeute herauszuziehen und wegzustibitzen, Küsten auszuleeren und auszukehren versteht als ich, sodass, wohin ich auch komme, ich Wunder in der Kunst Merkurs verrichte. Brav, sagte der Vater, du hast eine wahre Wechslerkunst gelernt, um für das Spiel der Finger Bezahlung auf dem Rücken, für das Drehen von Schlüsseln, das Drehen von Rudern und für das Ersteigen von Fenstern Aufstiege des Henkers einzutauschen. Wehe mir arm, hätte ich dich doch lieber gelehrt, eine Spindel zu drehen. Da würde sich mir jetzt nicht vor Angst den Kopf drehen, da ich dich schon im Geiste vor Gericht sehe, mit einer Armensündermütze von Papier, oder wie du mit entblößtem Rücken der Ruderbank übergeben, oder wenn du dem entgehst, an einem Strick erhöht wirst. So sprechend wandte Paccione sich zu seinem zweiten Sohn namens Titeo und sagte: Und du, was hast du gelernt? Die Schiffsbauerkunst, versetzte der Sohn. Das lasse ich mir gefallen, erwiderte der Vater. Denn das ist ein ehrenwertes Handwerk und ernährt seinen Mann. Und du, Renzone, wie steht das mit dir? Ich kann mit der Armbrust so gut zielen, entgegnete dieser, dass ich das Weiße im Auge treffe. Das ist doch was, sprach der Vater, denn du kannst auf die Jagd gehen und dir dein Brot verdienen. Hierauf wandte er sich zu dem vierten Sohn namens Jacuccio und fragte ihn das Nämliche, worauf dieser antwortete: Ich kenne ein Kraut, womit man einen Toten wieder lebendig zu machen vermag. Brav, das muss ich sagen, rief Paccione aus. Dadurch können wir uns endlich einmal in unserem Elend heraushelfen und den Leuten von größerem Nutzen sein als Hippokrates. Zuletzt fragte er den jüngsten Sohn namens Menecuccio, was er könne, worauf dieser antwortete: Ich verstehe die Sprache der Vögel. Nicht ohne Ursache, also, erwiderte der Vater,
standst du auf, während wir bei Tische saßen, um dem Zwitschern jenes Vogels zuzuhören. Da du dich nun also rühmst zu verstehen, was die Vögel sagen, so sage mir, was du von dem vernommen hast, der auf jenem Baume saß.« »Er sagte«, versetzte Minekutschu, »dass ein wilder Mann die Tochter des Königs von Tiefschlund geraubt und sie auf einen Felsen gebracht hat, sodass man von ihr gar nichts mehr erfahren kann, und daher der Vater hat bekannt machen lassen, dass er den, der die Prinzessin auffindet und sie ihm wiederbringt, zu seinem Schwiegersohn machen will.« »Wenn sich das so verhält, so sind wir gemachte Leute«, rief Lucio aus, »denn ich getraue mich, die Prinzessin aus der Gewalt des wilden Mannes zu befreien.« »Wenn du dich das getraust«, sprach nun der Vater, »so wollen wir uns stehenden Fußes zum König begeben. Und wenn er uns sein Wort gibt, dass er sein Versprechen halten will, uns erbieten, ihm seine Tochter wiederzubringen.« Da alle dieser Meinung beistimmten, machte Titejo alsbald ein schönes Schiff, welches sie sämtlich bestiegen, worauf sie die Segel aufspannten und nach Tiefschlund fuhren. Dort angelangt, baten sie den König um eine Audienz. Und da sie sich anheischig machten, die Tochter zu befreien, erhielten sie von ihm neue Bestätigung seines Versprechens. Sie fuhren hierauf nach dem Felsen und trafen es glücklicherweise so, dass der wilde Mann, während er sich sonnte, mit dem Kopf im Schoße der Prinzessin, die Channa hieß, eingeschlafen war. Sobald sie daher das Schiff kommen sah, wollte sie vor großer Freude gleich aufspringen. Paccione winkte ihr jedoch, dass sie sich ruhig verhalten sollte. Und nachdem sie dem wilden Manne einen großen Stein unter den Kopf gelegt hatten, hieß sie Channa aufstehen und mit ihnen ins Schiff kommen, worauf sie hurtig wieder in See stachen. Sie waren aber nicht sehr weit vom Ufer entfernt, als der wilde Mann erwachte und der Channa nicht mehr neben sich sah, seine Augen seewärts wandte. Dort erblickte er nun das Schiff, das sie davon trug, weswegen er sich alsbald in eine schwarze Wolke verwandelte und durch die Luft dem Schiff nacheilte. Channa, der die Künste des wilden Mannes kannte, merkte sogleich, dass er in jener Wolke verborgen wäre und verriet solche Furcht, dass sie nur mit Mühe Paccione und seinen Söhnen von dem, was ihnen drohte, in Kenntnis setzen konnte und daraufhin leblos hinsank. Als daher Renzone die Wolke heraufkommen sah, ergriff er eine Armbrust und schoss dem wilden Mann genau beide Augen aus, sodass er vor Schmerz aus der Wolke wie von einem Kornboden plumps herunterfiel. Nachdem nun alle ihre Augen voll Furcht lange auf die Wolke gerichtet hatten, wandten sie sich endlich ins Schiff zurück, um zu sehen, was Channa mache, und erblickten sie, alle Viere von sich gestreckt und von der Lebensbühne abgetreten, sodass Paccione anfing, sich den Bart auszuraufen und ausrief: »Das nenne ich wahrhaftig Zeit und Mühe verlieren. Alle Anstrengungen sind nun umsonst, alle Hoffnung wie der Wind verweht. Denn die hier hat sich aus dem Staub gemacht und hat uns im Dreck sitzen lassen. Sie hat gute Nacht gesagt, um uns einen bösen Tag zu bereiten. Sie hat ihren Lebensfaden durchgerissen und zugleich die Angelschnur unserer Hoffnung durchgebissen. Das kann man recht deutlich sehen, wie einem ehrlichen Manne nie etwas gelingt. Hier zeigt es sich recht klar, dass wer einmal unglücklich sein soll, auch unglücklich bleibt. Denn die Prinzessin ist befreit. Wir kehren nach Tiefenschlund zurück, die Heirat ist abgemacht, die Hochzeit veranstaltet, das Zepter winkt und sieh da, jetzt haben wir einen rechten Quark von dem allen.« Jacucho hatte sich dieses Gerede des Vaters lange mit angehört, da er aber endlich sah, dass es gar nicht abreißen wollte und dass er die Leier des Schmerzes bis auf das Schalloch herunterspielte, sprach er: »Nur sachte, lieber Vater. Denn wir wollen trotz all dem nach Tiefschlund fahren und unsere Sachen zu einem fröhlichen und glücklichen Ende bringen, als du glaubst.« »Bleib mir mit diesem Trost vom Leibe«, versetzte Paccione. »Wenn wir dem Könige diesen Leichnam bringen, wird er uns freilich aufzählen lassen. Aber nicht etwa Geld, und während andere dieses Meer glücklich durchschifft haben, wird sich bei uns bloß das Unglück mehren.« »Nicht so hitzig«, erwiderte Jacucho. »Wo hast du denn deinen Kopf gelassen? Erinnerst du dich denn nicht, was für eine Kunst ich erlernt habe? Lass uns nur landen und mich das Kraut suchen, das ich kenne, dann sollst du deine Wunder sehen.« Bei diesen Worten fasste der Vater wieder Mut, schloss Jacucho in seine Arme und so stark ihn Ungeduld vorzog, so stark zog er am Ruder, sodass sie nach kurzer Zeit an der Küste von Tiefschlund anlangten, worauf Jacucho ans Land stieg, das Kraut aufsuchte, damit ins Schiff zurückeilte und Channa, dessen sanft in den Mund drückte,
sodass sie einem Frosch gleich, den man in die Hundsgrotte gebracht hat und dann in den See von Agnano wirft, wieder lebendig wurde. Hierüber hocherfreut begaben sie sich ohne Verzug zum Könige, der nicht aufhörte, seine Tochter zu umarmen und zu küssen und sich bei ihren Befreiern zu bedanken. Als sie nun aber baten, dass er sein Versprechen halte, sprach er: »Welchem von euch soll ich nun meine Tochter geben? Sie ist ja kein Kuchen, den man in Stücke schneiden kann. Darum kann auch mir einer den Lohne bekommen. Die anderen müssen freilich leer ausgehen.« »Herr König«, erwiderte hierauf der Älteste, der ein schlauer Patron war, »die Belohnung muss sich nach der Mühe richten. Darum seht zu, wer diesen herrlichen Bissen am meisten verdient hat und dann entscheidet, wie es sich geziemt.« »Du sprichst wie Salomo«, versetzte der König. »Darum berichtet mir alle, was ihr getan habet, damit mir zum richtigen Ausspruch nicht die richtige Einsicht fehle.« Sobald also jeder der Söhne erzählt hatte, was er zur Befreiung der Prinzessin beigetragen, wandte der König sich zu ihrem Vater und sprach: »Und was hast du dabei getan?« »Mir scheint das meiste«, versetzte dieser, »denn ich habe meine Söhne zu Menschen gemacht und sie für mein Geld das lernen lassen, was sie können, sonst wären sie zurzeit noch lauter Wildstämme, wohingegen sie jetzt so schöne Früchte hervorbringen.« Als nun der König beide Parteien vernommen, die Gründe beider erwogen und noch einmal erwogen hat und das, was ihm recht drückte, von allen Seiten überlegt und in Betracht gezogen hatte, sprach er seine Entscheidung dahin aus, dass seine Tochter Pachone als ihrem Hauptbefreier zukomme. So wurde der Spruch auch ausgeführt, den Söhnen aber eine reiche Belohnung an Geld gegeben, damit sie es auf vorteilhafte Weise anlegen sollten. Während der Vater vor Freude jung wurde und das Sprichwort, das eingedenk war: »Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.«